jetzt sind wir bei Leica und schauen uns den Creos 5009 an. Der Preis ist natürlich interessant. Aber wir schauen mal rein. Typischer Neuwagengeruch. Das Cockpit mal an. Aber verstehe ich das richtig? Das ist nur für zwei Personen eigentlich, ne? Kein Hubbett, nix. Denke ich mal. Oh, für das nicht so weit. Für den Preis finde ich schon. Haben Sie ja mit dabei. Und drehen wir uns einmal. Hier ist Bedienpanel. Kühlschrank. Oben drüber wieder ein Herd, also ein Backofen. Küchenzeile. Schöne Beleuchtung in der Dusche. Ich liebe blaues Licht. Ja, ist es schöner Wagen. Was macht das? Es leuchtet blau. Es ist schöner Wagen, auch von Qualität her. Ich kenne mich mit der Marke jetzt nicht aus, aber ich finde es echt 100.000 fast. Schon habe ich, ne? Und vor allem, du kannst nur zu zweit reisen, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob du auch Sitzgruppe noch Bett machen kannst. Keine Ahnung. Aber jedenfalls kann man das Schlafzimmer verschließen, das ist schon mal was Gutes. Sehr schön. Dann schauen wir nochmal in die Toilette rein. Das will ja auch immer jeder sehen. So. Das ist ausreichend Platz. Und jetzt gehen wir nochmal nach außen und schauen uns das Fahrzeug nochmal von außen an. Wirkt von innen geräumiger, wie er von außen aussieht. Ich sehe schon eine sehr, sehr große Heckgarage. Ja, da kriegt man ordentlich was rein. Und das sind die Wassertanks. Das war der Leica.